Geht mal auf einen los. Du machst ein Mal. How may I help? Du versuchst den anderen zu betäuben. Hey. Du versuchst den da umzuhauen. Gut. Ja. Okay, ihr nehmt gut Schaden. Au. Okay, ich habe wieder alle unter meiner Kontrolle. Die Feuersporen, die sind nicht mal annähernd so heftig, wenn sie nicht gerade meine Leute übernehmen. Nein, nein. Gut, plündern wir mal. 2 Gold ist nicht viel. Die Pilzsporen. Nochmal Gold. Moos und Schimmel haben sich für eine Decke über diese Knochen gelegt. Sie riechen erdig und nass. So, Zeug, Zeug und... Eine Arbalest. Eine Arbalest. Guckt euch das mal an. Guckt mal auf den Schaden. 36 bis 45. Und auf die Genauigkeit. Das Ding ist Gold wert. Aber lässt sehr langsam. Eigenschaft verringerter kritischer Schaden? Was? Aber lässt diese robuste Abrüste mit besonders hoher Feuerkraft. Da sie per Handkurbel geladen werden, müssen sie ihre Feuerrate gering. Okay, ich dachte, Arbalesten werden eigentlich schneller. Hm. Und dafür schwächer, aber gut. Oh, wenn ich schon dabei bin, kann ich die vielleicht irgendwie verbessern. Töten? Erschlagen Biest, sekundärer Schaden, Qualität. Beschädigend. Für gut brauche ich Stufe 4. Beschädigend brauche ich eine Stufe. Erhöht den Schaden. Präzise bräuchte ich noch einen Türkis. Präzise erhöht die Genauigkeit. Beschädigend erhöht den Schaden. Ich glaube, ich warte erst auf gut. Also bis ich noch eine Stufe gemacht habe, dann kann ich das hier nämlich machen und sie so verbessern. Etwas. Weil ich weiß ja nicht, wie lange ich diese Arbaleste jetzt behalten muss, bis ich eine Akebuse finde. Okay. Er ist ein bisschen angeschlagen, aber das geht noch. Jedenfalls gegen diese Viecher. Gegen diese Xarfis. Bei den Untoten bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Gucken wir mal kurz hier rein. Als Schein einer Bezahlung bat mich Ranga, ihren Zaugriffhelfer Tana zu unterstützen, der anscheinend von Mitgliedern seines frühen Stammes gejagt wird. Die Lage befindet sich im Nordosten der Lagune und Ranga hat mich gebeten, sie zu besiegen. Nordosten, na, da sind wir gerade unterwegs hin. Das hier jedoch ist kein schöner Anblick. Oh, hier hätten wir den Kies und eine Seite aus Fulvanus Reisen. Während ich in Goldtal war, traf ich eine hilfreiche Frau aus dem Dürrwald. Während meines Aufenthalts in diesem schäbigen Dorf war sie mir eine unverzichtbare Führerin und sie erklärte sich sogar bereit, mich einen Teil des Weges nach Anlocks Kompass zu begleiten. Wir trennten uns in Magrans Gabelung, bekannten Wildnis, aber ich gab ihr mein Amulett, damit sie mich in guter Erinnerung behalten möge. Vielleicht werde ich eines Tages doch in diese Lande zurückkehren. Irgendwie ist der Typ ein Fluch, denn alle, die ihn treffen, sterben. Oh. Ne, machen wir das so. Ich hatte gerade die Idee, mal hier seitlich rauszugucken, ob es in der Richtung, also hier auch noch ein Gebiet gibt. Das ist
tatsächlich wie in Baldur's Gate 1. So, wir suchen aber jetzt erst einmal, genau, Xauribs. Wow, viele Xauribs. Schutz kommt zwar ein bisschen spät, aber... Ein verletzter Xaurib, da ist der Priester. Ich muss erstmal gucken, dass ich den Meister hier ausschalte. Au. Das ist nicht gut. Wo war mein letzter Autosave? Oder letzter Quicksave hier? Gut. Da ist heftig. Sure. Das ist definitiv etwas Heftigeres. So, hier war der Friedhof. So. Jetzt gehst du mal vorsichtig vor. So, okay. Alle auf den Scharmützler. Du machst gleich schon mal den Schutz. Du haust den Scharmützler um. Und du versuchst ihn auch umzuhauen. So, der Scharmützler liegt auf dem Boden. Du machst mal eine große Sense auf den Zauberbeister. Okay, ihr konzentriert euch auf den Meister. Du das auf den Meister. Du das auf den Meister. Angeschlagen ist noch keiner, deswegen mach mal ein abstoßendes Siegel. Das klingt am besten. Sehr schön. So, jetzt. Achso, du kannst noch betäuben. Sehr schön. So, jetzt ist nur noch leichte Xauribs. Sehr gut. Einen Bogen. Auch immer, warum auch immer, wahrscheinlich der Scharmützler ist ein Fernkämpfer gewesen. Der hatte den Bogen dabei. So. Okay, was haben wir noch? Einen Meister und ihren Schaman? Sie hatten einen Schaman. Oh ja, das finde ich sehr toll, dass sie sogar Nachladeanimation für die Armbrust eingebaut haben. Okay, das ist wirklich etwas sogar richtig detailliert und alles. Okay, wo ging der Schuss hin? Der hat jetzt wenigstens getroffen. Okay. So, die plündern wir mal. Xaurib Kampfstab. Entschlossenheit 2, die erhöhte Reichweite. Kampfstäbe sehen täuschend einfach aus, können aber in den Händen eines fähigen Kämpfers aber mächtige Waffen sein. Ja, da haben sie sogar noch ein Lager. Trank der schwachen Regeneration kriegst mal du. Das kriegst du. Ich sollte wirklich mal gucken, dass ich dieses Zeug auch benutze, was ich denen da so gebe. Trank der schwachen Regeneration und so weiter. Könnte mir auch bei den Schatten hilfreich sein. Oh, da habe ich einen Zauber übersehen.
Hatte ich einen Xaurib übersehen? Eine gute Arbalest? Und ein Brief von Fulvano. Wie kann es sein, dass eine derart große Reise wie die meine hierher führt? Die Bevölkerung des Dürrwalds nennt diese erbärmliche Lagune sehenswert, aber mir ist hier nur Unglück widerfahren. Die Höhlen am Wasser wollte ich erkunden, aber ich fand nur heraus, dass dort Sporlinge leben. Dem gerühmten Kompass ging ich mir ansehen, stolperte über ein Stück Treibholz und verlor den Großteil meiner Briefe. Letztlich machte ich mich auf die Drachenschädel in der Nähe zu inspizieren. Was passierte? Ein paar kleine närrische Zaurips bedrohten mich. Sobald ich wieder zu Atem gekommen bin, werde ich nach Goldhall zurückkehren. Zumindest scheinen mir die Zaurips nicht gefolgt zu sein. Bist du Fulvano? So, jetzt habe ich eine gute Arbalest. Die macht noch mehr Schaden. Und hat wahrscheinlich auch noch eine höhere Genauigkeit. Hä? Ja, Tatsache. Gut, dann ist das meine neue Waffe jetzt. Zum Glück habe ich die andere nicht verbessert. Jetzt könnte ich theoretisch die verbessern. Ein Ghoul. Stimmt, hier waren, ja, sollten ja Untote sein. Du kannst während seines Kampfes nicht speichern. Jetzt müsste aber der Kampf vorbei sein. So, ich will mir hier noch ein bisschen umsehen. Die Sonnenuhr, also das muss der Kompass sein, von dem sie gesprochen haben. Hier sind einige coole. Boah, macht die Arbalest Schaden. Okay, das sind ein paar viele Ghule. Wir betäuben sie mal. Und du wirfst den vor dir um. Und du machst mal auf irgendeinen einen Verletzungsschuss. Oh, ihr könnt auch noch vergiften. Das ist nicht so schön. Okay, du wirst jetzt gerade richtig schön runtergeprügelt. Das ist auch nicht so gut. Versuch sie nochmal benommen zu machen. Und dann mach mal einen von denen weg. Okay, hoffentlich sind das alle Ghule. Ja. So, was haben die wahrscheinlich? Genau, Gefäßfleisch. Mhm. Level-Ups. Sehr gut. Das können wir gebrauchen gerade. Zuerst du. Fähigkeiten, Klasse, Talentfreischaltung. Also, scheinbar kann man seine Attributspunkte wirklich nicht mehr steigern. Okay. Mechanik ist sehr teuer geworden. Deswegen steigere ich jetzt erstmal Überleben. Vielleicht Heimlichkeit ein bisschen. Nee, ich steigere jetzt einfach mal über. Was bringt Wissen? Verwendete Schriftrollen. Schriftrollen wird Hagrim eh nicht verwenden. Überleben. Könnte Heimlichkeit steigern, ja. Ich könnte die drei Punkte auch aufheben, oder? Nee, steigere ich einfach mal Überleben. So weit hoch. So. Klassenfreischaltungen, das brauche ich auf jeden Fall. Offensiv wahrscheinlich eher nicht. Giftschlag. Die Waffe des Charakters wird mit einer Mischung aus tierischen und pflanzlichen Gift getränkt und fügt Zeitschaden zu. Nö, nicht so wirklich. Unterstützung Waffenträger. Zusätzliches Waffenset, tiefe Taschen. Zwei Schnellauswahl. Ah ja, so schaltet man das frei. Ne, bleiben wir bei der Klasse. Teuflischer Gefährte. Mehr Schaden. Gnadenloser Gefährte. Tierische Gefährten fügen geeigneten Zielen kleine Mengen an Schleichangriffsschaden. Treuer Gefährte.
Verteidigung gegen Bezaubert und so weiter. Widerstandsfähiger Gefährte.